Na, Lust auf Nummer 4? Ja. Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit Hip-Hop für Pros. Heute zeigen wir euch den Schritt Nummer 4 und ich würde sagen, los geht's. Genau, wir machen heute was sehr Spektakuläres mit unseren Armen, deshalb wärmen wir einmal komplett unseren Oberkörper auf. Und dafür kreisen wir unsere Schultern zurück, nehmt damit ruhig eure Ellenbogen richtig hoch mit an die Decke und ihr merkt schon, die Schultern bewegen sich ordentlich durch und werden vielleicht langsam warm. Wechseln einmal die Richtung und kreisen nach vorne. Genau. Sehr gut. Und schüttelt die Arme einmal aus. Wir nehmen einen Arm rüber, kreuzen damit unsere Seite und ziehen mit dem anderen Arm den Arm zu uns ran. Vielleicht kennt ihr diese Elefantenübung mit dem Rüssel. Genau das machen wir jetzt gerade. Achtet darauf, dass eure Schulter schön unten bleibt und nicht am Ohr hängt, sondern unten bleibt, damit ihr den Schultergürtel dehnen könnt. Das machen wir auch auf der anderen Seite. Einmal kurz ausschütteln. Und wir kreuzen unseren Arm, nehmen den Arm drunter und ziehen beide Arme zu uns ran. Das dehnt auch die andere Schulter. Und so sind Sehnen und Muskeln gut darauf vorbereitet, was wir gleich vorhaben. Ihr könnt nochmal ausschütteln. Und wir dehnen noch die Unterarme. Dafür zeigen wir einmal mit der Handfläche zur Decke. Nehmen unsere Hand, legen die auf die Finger und dehnen einmal nach unten. Und wenn ihr die Finger jetzt zu euch ranzieht, dann müsstet ihr das in eurem Unterarm spüren. Das halten wir für ein paar Sekunden und dann könnt ihr das nochmal ausschütteln und auch auf der anderen Seite machen. Handfläche zur Decke und wir ziehen die Finger einmal nach unten und dehnen unseren Unterarm. Genau. Sehr gut. Einmal ausschütteln und dann kann es auch schon losgehen. Der Schritt, den wir heute machen, der hat keinen Namen, sondern das ist mehr so eine Idee. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, ihr seid eine Marionette und habt an jedem Gelenk quasi Fäden, die an euch befestigt sind. Und ihr habt die Hände einmal locker neben euch hängen und klappt jetzt die Hand einmal nach innen, so als würdet ihr reinschauen, was ihr in eurer Hand haltet. Und jetzt habt ihr einen Faden hier innen von eurem Handgelenk. Und zieht den einmal rüber zur anderen Seite. Jetzt habt ihr die Handfläche. Meine zeigt jetzt zu Lea darüber. Und jetzt klappt ihr die Hand einmal hoch. Hopp. Genau. Und jetzt habt ihr hier einen Faden in eurem Handgelenk. Und den zieht ihr rüber an eure Schulter. Ja? Und das Gleiche machen wir auch wieder rückwärts. Einmal wieder reinklappen. Nach hier. Und einmal runterklappen. Und zur Hüfte bringen. Und fallen lassen. Als würdet ihr euren Oberkörper immer in so Vierecke einteilen. Wir machen das nochmal. Hand einklappen, rüber zu den Rippen, Hand hochklappen, an die Schulter bringen und wieder rückwärts, runterklappen, Hüfte und locker lassen. Das war's auch schon. Mehr lernen wir heute nicht. Aber weil das so ein bisschen verwirrend sein kann, machen wir das noch ein paar Mal. Also 5, 6, 7, 8. Hand, Seite, klappen, Schulter, Seite, klappen, Hüfte, locker. Nochmal. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ihr das richtig sauber machen wollt, dann lasst ihr eure Ellenbogen ganz fest an der Seite. Ja? Dann habt ihr nämlich richtig, als würdet ihr ein Lineal dranlegen, ganz feine Linien am Oberkörper und nicht hier irgendwas wie Kraut und Rüben. Ja? Machen wir das nochmal. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war auch schon das Originaltempo. Wir machen das einmal wieder auf unser Lied und dann zähle ich nochmal ein und wir tanzen alles, was wir von Anfang an schon kennen, bis zu der Stelle durch. Auf geht's. Achtung. 5, 6, 7 und. Alles von vorne. 5, 6, 7 und.
gut. Jetzt sind wir halb durch unsere Choreo durch. Perfekt. Sehr schön. Ich schaue mir auf jeden Fall nochmal die Videos zu den Schritten 1, 2 und 3 an. Das könnt ihr auch sehr gerne machen, um so ein bisschen zu trainieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss. Thank you.